und welche krassen Dudes sind. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge F121 im My Team Modus. Ich war gerade noch ein bisschen in WRC drin mit Private Team Modus, aber das ist falsch. Leute, es geht rein in das Portimao-Rennen. Wetter ist, sollte zumindest trocken sein, aber genaueres finden wir jetzt eh gleich heraus. Von daher abwarten. Willkommen in Portimao. Das ist eine der geschäftigsten Städte an der Algarve und ein sehr beliebtes Reiseziel, das Touristen aus aller Welt an die Küste von Südportugal lockt. Und heute ist es auch der Schauplatz der aktuellen Runde der Formel-1-Weltmeisterschaft. Bei so einer breiten Strecke werden wir bestimmt viele spannende Rad-an-Rad-Duelle zu sehen bekommen. In Portimao gibt es 15 Kurven auf einer Strecke mit 4,6 Kilometer Länge. 9 sind Rechtskurven, 6 gehen nach links. Es geht häufig bergauf, deshalb ist besonders wichtig, ist gut aus den Kurven zu kommen. Dies gilt vor allem beim Ausgang von Kurve 4, denn vor Turn 5 hat man eine gute Chance zum Überholen, wenn man vorher die Linie perfekt erwischt. Ich glaube, hier ist wieder der Sprechertext ausgegangen. Codemasters haben einfach die Moneten gefehlt für 3 weitere Sätze. Deshalb springe ich mal wieder ein. Leute, Sessiongetränk heute. Mio Mio Mate mit der Geschmacksrichtung Cola. Hey, mega. Okay, jetzt wird es interessant. Qualifying, ein spannendes Head-to-Head-Duell. In Q2 war Button 200 hinter mir. Und dann war er ein Zehntel vor mir. Was ist denn mit Hamilton los? Oder war er schon? Dann muss er schon dran gewesen sein. Ach stimmt, er war vor Bottas. Giotto. Latifi und Nikita Mazepin. Puh. Surprise. Egal wer hier reinkommt. Mazepin immer verlass. Einer der konstantesten Fahrer der Formel 1 Geschichte. Immer letzter. Ja. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber auf jeden Fall braucht man weniger Sprit. Yes. 33. Wie die Zahl meiner 2 Lieblingsrennfahrer. Max Verstappen und René Rast. Aber würde ich mal sagen, es geht rein. Oh Gott. Der Drehzahl-Sound immer out of nowhere. Gott, oh Gott. Fast einen Schlaganfall bekommen beim Aussprechen des Satzes out of nowhere. Oder der Wortkombination. Okay, Reifen sind super kalt. Hat Chef irgendwas gesagt mit, was ich machen muss? Gänge durchschalten oder einfach nur Reifen aufwärmen? Wir machen mal einfach mal beides. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Der klassische Regenspruch. Der Regen wird in etwa ein paar Minuten oder 10 Minuten abklingen. Das ist einer dieser Features, das wahrscheinlich als Bug oder höchstwahrscheinlich als Bug hat es angefangen. Und mittlerweile lasse ich es drin, weil es ja gefühlt einen Legendenstatus oder so einen Müll hat. Ähnlich wie der Nachladebug aus Battlefield. Erstmalig in 1942 dabei gewesen, das erste Battlefield. Und seitdem in jedem Teil vertreten. Okay, ich glaube, ich konnte ein bisschen Temperatur rauskitzeln. Hamilton ist in mir. Max Verstappen ist in mir. Nee, das ist Perez. Das ist Bottas. Was passiert hier? Die fahren sich alle gegenseitig durch die Möhre. Egal, ich nehme schon mal einen Schluck.
passiert hier? Alle fahren sich in die Fahrzeuge rein. Wenn ich das mal im Real Life sehen würde, dann wissen wir alle, das Leben ist eine Simulation. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Ich will mich nicht gedulden, ich will Unreal Tournament spielen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich fahre lieber noch nicht los. Wir denken, dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Oh mein Gott. Das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein positives Delta. Hier ist nichts passiert. Ein paar Informationen zu Ah, shit. Die Seitenkästen hat's zerrissen. Oh, was ist denn hier gerade passiert? Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Mein persönlich schlechtester und schlimmster Start. Reaktionszeit eigentlich ganz geil. Aber danach the big shit. Oh, Wahnsinn, was ist denn? Durch meinen Start sind einfach 7 Leute gerippt worden. 7. Und 7 ist eine Unglückszahl. Also ein sehr unglücklicher Start. Oh, wow. Oh, wow. 7 Leute auf dem Gewissen. Aber dass wir 7 Leute auf dem Gewissen haben, ist unser Auto noch erstaunlich gut. Die Seitenkästen wurden beschädigt. Kann sein, dass der Luftwiderstand größer wird. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Ja, Mensch. Hauptsache, den Reifen geht's gut. Da ich ja eh schon mal hier hinten bin, kann ich nicht schon mal in die Box rein? Verringere sofort dein Tempo. Ich glaube, das wird gut. Ja doch. Ich glaube, das wird gut. Shit, die Seitenkästen. Aber dafür die guten Reifen. Fahr raus, fahr jetzt raus. Oh wow, ich sehe gerade, ich habe sogar noch neue Mediums da. Das heißt, du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Box. Wir müssen die Reifen nicht behüten, damit wir die roten fahren können. Wir müssen ja nicht überwiegend prügeln, um dann halt die überhaupt nicht geliebten harten zu nehmen. Nee, wir können einfach die gleiche Reifenmischung nochmal nehmen, weil wir mit den roten gestartet sind. Oh wow, ich glaube, das wird gut. Aber die Seitenkästen, ich weiß ja nicht. Eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Und MGUK ist auch noch RIP. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Was macht MGUK eigentlich? Es rekuperiert. Es generiert Energie. Kurz mal. Diff von. Ich glaube 85? Ne, wir hatten es noch auf 50, ich hätte es gar nicht runterstellen müssen. Von 50 auf 50 ist jetzt nicht der weiteste Weg. Oh, lilane Zeit im Mittelsektor. Ich bin auf der schnellsten. Best PB. Personal best. You're the best. Around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best. Around. Gutes Lied. Oh, warte mal, ich war in der Box, hab keinen Schluck getrunken. Das kann ich ja jetzt schon mal schnell wiederholen. Oh, hinter mir haben alle Sekundenstrafen. Das ist ja sympathisch. Ja, übrigens, don't drink and drive. Der einzige Fahrer, der das immer beherzigt hat, war Kimi Räikkönen. Aber auch nur, weil sein Trinksystem einfach nie ging. Sei es vergessen, was aufzufüllen. Vergessen, die Kacke zu connecten. Das System war kaputt. Und es leckte raus aus der Leitung in seinen Fußraum. Ist alles schon vorgekommen bei Kimis Trinkeinlagen im Cockpit. Seinem Energiegetränk.
Und gerade Kimi Räikkönen, der glaube ich, die Regel Don't Drink and Drive am meisten eingehalten hat, wenn man sie wirklich haargenau nimmt mit. Trinkt halt wirklich nichts. Nothing. Und schön mit S ausgesprochen. So wie es gehört. So, die Frage ist, fertig ist Colin noch. Oh Gott. Nee. Mate und Cola ist echt eine Rülps-Kombo. Oh Gott, oh Gott. Guter Restart. Oh Gott, sind das die Seitenkästen? Ich hoffe nicht. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können. Es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Lass einfach mal hier den Whoopser. Den Whoopser. Den gedachten Max Verstappen letzte Saison in Ungarn mit dem kompletten shitty Auto einfach noch kämpfen, was geht. Vom Rennen an sich betrachtet eher unerfolgreich. Am Saisonende eher erfolgreich. Zum Thema letztes Rennen habe ich übrigens noch eine kleine interessante Geschichte zu. Erstmal will ich hier die letzte Kurve mit den kaputten Seitenkästen überleben. Und zwar Maxi Götz, der amtierende und der erste GT3 DTM Weltmeister, nur Meister, hat sich zu dem letzten, also schon vor sehr langer Zeit, ich habe es nur nie auf dem Schirm gehabt, das zu erzählen, hat sich zum Formel 1 Finale geäußert mit den Worten, okay, zitieren ist schwierig, wenn man die exakte Wortwahl nicht mehr kennt, aber er meinte auf jeden Fall, dass so zu gewinnen halt nicht so richtig fit, also die Leistung von Max war verdient, aber so zu gewinnen, aber so zu gewinnen, wird ihnen als Champion nicht gerecht oder hat irgendwie einen fiesen Beigeschmack oder irgendwie, ich glaube, hat einen fiesen Beigeschmack. Ich glaube, das war, was er gesagt hat. Was lustig ist, wenn man betrachtet, wie Maxi Götz Weltmeister DTM Champion, DTM Champion wurde. Und zwar letztes Rennen oder das letzte Rennwochenende, die DTM fährt ja immer Samstag und Sonntags ein Rennen. Seitenkästen, by the way, besser als gedacht in der Kurve. Und beim Rennwochenende, beim letzten Rennwochenende, gab es zwei Favoriten. Wie hieß er denn? Auf jeden Fall Ferrari-Pilot, junger Ferrari-Pilot, ich glaube, der auch davor in der F2 war. Liam Lawson war das. Jetzt ist der Name wieder da. Und Calvin van der Linde. Und das waren eigentlich die zwei Hauptfavoriten. Und rechnerisch konnte Maxi Götz noch mit ganz viel Quatscherei gewinnen. Also mit sehr viel Hokuspokus. Und das ist dann auch passiert. Van der Linde bremst sich aggressiv in den Lawson rein. Lawson. Ja, Auto quasi unfahrbar. Kommt am Ende des Rennens mit gefühlt 40 Runden Rückstand in die Ziellinie, durch die Zieleinfahrt rein. Weil er halt immer noch versucht hat, mit gefühlt Tempo 60 das Ding zu Ende zu fahren, weil er brauchte theoretisch nur einen Punkt beim letzten Rennen, um Champion zu werden, DTM-Champion zu werden.
Und Calvin brauchte den Sieg und hoffen, dass Lawson keinen Punkt holt. Ich habe DRS vergessen zu aktivieren. Ja, und da Calvin ausgefallen ist und Lawson theoretisch auch raus war, nur gehofft hat, dass vorhin noch welche ausfallen, damit er da vorrücken kann. Deshalb ist er nur noch weitergefahren, sonst hätte er auch schon längst retired. War dann auf einmal Maxi Götz Erster. Also, Bullshit. Er war nicht Erster, er war irgendwie Siebter oder Sechster. Und vor ihm waren nur noch Mercedes-Autos. Und Maxi Götz war eine Mercedes. Und ein paar Runden vor Schluss haben ihn dann, glaube ich, 4 Mercedes-Autos oder sowas alle vorbeigelassen, damit er die Punktzahl kriegt, um an den vorderen beiden Champion-Kandidaten vorbeizuziehen. Also, Max Verstappen gewinnt durch die FIA. Götz gewinnt durch die härteste Stallorte, die es jemals gab. Nach Timo schieb ihn raus. Oder let Michael pass for the championship. Aber das ist ein Götz, der genauso frech gewonnen hat, seinen Titel, zu Max Verstappen gesagt hat, hat ja Geschmäckle. Aber dann selber so mit Geschmäckle gewonnen hat, das ist schon verrückt. Das ist eine verrückte Welt. Jetzt sehen wir uns mal hier El Stroll. Aber noch nicht jetzt. Aber gleich. Und by the way, der Button. Nee, der Gen. Ja doch, der Button. Kann sich nicht so stark absetzen von der tollkühnen Crew, wie ich gedacht habe. Mercedes ist dran. Mit 2 Autos. Wo ist Red Bull hin? Ich weiß gar nicht mehr am Anfang, in wen ich alles reingebrettert bin. Oder wahrscheinlich nur an eine Person und dann gab es halt einfach die große Mini-Wini-Würstchenkette. Alle dead. Ohne damit, dass ich da wirklich direkt beteiligt war. Ja, das geht ja voll klar. Mit den Seitenkästen. Ah, Wahnsinn. Okay, die Seitenkästen machen in langsamen Kurven echt schlapp. Die Aerodynamik macht in langsameren Kurven echt schlapp. Kann, glaube ich, nur auf Start und Ziel überholen. Das ist meine beste Möglichkeit. Danach kriegt das Auto einfach nicht auf die Reihe. Come on. Sogkraft aktiviert. Ich komme hier auch gar nicht mehr in den siebten Gang. Anbremsen zur Hardcore-Rechtskurve. Na klar. Oh Gott, das Auto ist so unangenehm leicht in den schnellen Kurven. Ich weiß nicht, also
Es kommt ein bisschen und diese minimale korrigiere ich. Aber ich weiß nicht, ob ich das müsste. Ah, ja. Es fühlt sich halt mega schleierhaft an, was das Heck macht und was das Heck nicht macht. Mann. Okay, Button kann sich doch vor den Mercedes-Bobos fernhalten. Oh Mann. Es ist schon auch mit einem heilen Auto frech zu fahren, diese Bergauf-Rechtskurve. Oi. Ich fahre gerade komplett kacke. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,4 Sekunden. Die Curbs sind einfach tot für mich. Geil, wie sie befahren, wo sie sind. Aber komm, in dieser Runde hole ich mir Vettel. Aber ich glaube, wahrscheinlich durch... Er fährt in die Box und ich nicht. Okay, jetzt geht's wieder, die letzte Kurve. P2, auf geht's. Ab jetzt wird durchgefahren. Oh mein Gott. Spooky. Da, Hamilton. Zu wem denn jetzt? Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ich hole mir hart und fahre jetzt schon rein. Das ist der beste Zeitpunkt. Das ist der beste Zeitpunkt. Mediums wäre besser in 7 Runden, aber... Da hätte ich nicht so viel Zeit gut gemacht. Muss mal kurz vorbei. Yippie! Tactics. Wo ist er? Haha, Vettel. Überholt. Los, fahr jetzt. Oh, komm ich noch vom Ferrari raus? Nee. Falls du auf die Strecke fährst. Das haben wir alle Slickreifen gesehen.
die roten, die mediums und die harten in der richtigen Schnelligkeitsreihenfolge, gibt das Bonuspunkte. Wäre jetzt die nächste Frage. Leider nein. Ja. Ich hätte gesagt, ich könnte jetzt mal kurz mit John Todd talken. Aber er ist ja kein FIA-Präsident. Wie heißt denn der Neue? Das ist irgendein arabischer Name und die kann ich mir irgendwie schwer merken. Weil es halt nicht so im gewohnten Sprachmuster mit drin ist. Diese Wortkombination. So, John Todd kennt man ja durch die Ferrari-Zeiten von Super Mario, den Todd. Das ist ein geläufiger Name. Aber ich weiß doch, irgendwas mit Al, dann SH oder irgendwie sowas. Naja, egal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, John Todd kann ich aus der WhatsApp-Gruppe entfernen. Hat ja nichts mehr mit Racing zu tun. Die WhatsApp-Racing-Gruppe. Für Leute, die irgendwas mit Racing zu tun haben. Schade, John Todd. Aber machen wir hier alle den Wiggle-Move? Ah, hinten nicht. Nur die... Oh! Die vorderen. Huh! Das war knapp. In dem realistischen Spiel hätten wir auf... Direkt wieder ein Flat Spot. Oh. Mate Cola hat gerade kurz Hallo, guten Tag gesagt. Na, Vettel hinter Ocon. Wären wir legal hinter Vettel in die Box reingebogen, wären wir sogar hinter Williams. Wer ist das? Giotto oder was das ist? Die Formel E. Boostline. Jetzt habe ich für 3 Minuten 20 AA-Batterien extra Power. Weep. Ah ne, warte mal. Mit ganz wenig km/h den obersten Gang. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Formel E-Sound bei. Was ist das? Der Turbolader, der am Fiepen ist? Uah! Man kann sich im achten Gang wegdrehen? Das stand so aber nicht in der Bedienungsanleitung. Okay, machen wir... Ja, ihr habt nichts gesehen. Holy shit, was ein verrücktes Rennen. Oder liegt das wieder an den richtig guten Seitenkästen, die ein bisschen angeknabbert wurden? Wo wurden die eigentlich angeknabbert? Sieht doch alles eigentlich recht gut aus. Das sieht doch echt alles recht gut aus. Oh Gott. Puh. ADAC sich als Training. Einfach ohne Anwesenheit durchgespielt. Yes! Come on! See! See! Oh mein Gott. Carlos Sainz getötet. Ein tolles Rennen. Quantity vor Qualität. Nee, das macht keinen Sinn. Trotzdem ein verrücktes Rennen. Mit P3 wäre ich echt schon zufrieden. Das wäre besser als gedacht. Wie Verstappen in Sochi letztes Jahr. Oh, Vollgas, habt ihr es gesehen? Oh, Junge. Bye, have a great time.